ein Spiel der Außenseiter steht an. Nämlich Indien trifft auf die Volksrepublik China. Beide Mannschaften haben gerade mal ein bisschen mehr als einen Stern. Indien genau einen Stern und China anderthalb Sterne. Das heißt, leichter Favorit die Chinesen. Aber eigentlich gehören auch beide Mannschaften ganz unten in die Liga 5. Das heißt, die werden es wahrscheinlich hier in dieser Gruppe am schwierigsten haben, in der Liga 4 schon zu bestehen. Vor allem, da ja Mannschaften stehen, die knipsen können. So, die Hymnen sind vorbei. Also, wie gesagt, es wird hier jetzt echt ein richtig schweres Spiel geben. Ja, nochmal einen schönen Kreis machen. Also für China wäre es natürlich gut, wenn sie hier gewinnen können. Und Indien, da ist jedes Spiel, was die da irgendwie gut bestreiten können, eine Überraschung. Aber das gleiche gilt halt für China. Also die Mannschaft, die hier 3 Punkte holt, da sieht schon gut aus. Wieder der Südafrikaner Msisi leitet diese Partie. Letztes Spiel musste sogar einer gehen, nämlich ein Finne, aber das hat man nicht gemerkt. So, dann Anstoß Ying Hongbo auf Jiakang Chongguo. Na, ja, Kotal, der Spieler auf das. Naja, so an den Namen, die sind schon jetzt richtig gewöhnungsbedürftig. Das Sing, das Jiaqing ist gut. Hongbo auf Jiagong und geklärt bei dieser ersten Flanke von China. Yunding schön quergelegt. Changbo, Changbo. Klasse, klasse, und die erste Chance und Sing. Also nach 2 Minuten Chance China. Super Parade von Sing. Schon mal. Jiakang mit der Ecke. Aber die Chinesen sind halt immer relativ klein. Verlieren auch hier den Kopfballduell. Und die nächste Flanke. Und die findet hinten. Oh. Yunding stand bereit, aber trifft ihn nicht richtig. Nee, nee, nee. Ja, das sieht man halt. Die Chinesen und Japaner häufig sind keine Kopfballspieler. Cheteri, schon einer der besten. Borges. Cheteri, JJ. Kotal. Kotal und... Ah, dieser Chip, ne?
Das erste Foul, der erste Freistoß jetzt für Indien. Das werden sich zwangsläufig für beide Mannschaften definitiv Chancen entwickeln. Hat man auch vorhin gesehen, oder hätte er vielleicht strammer reinbringen müssen. Dann wäre es auf jeden Fall gefährlicher geworden für die Chinesen, anstatt dass der Torwart den so leicht abfangen kann. Ja, dieser Ball landet jetzt mehr im Aus. Kam viel zu ungenau. Oh, nee, abseits angezeigt. Ja, aber auch zu Recht. Auch wenn er den Ball gar nicht erreicht hat. Kotal wieder beim Freistoß. Singh. Lim Dong. Borges. Hongbo. Chiakang. Hanwen. Hongbo. Hanwen. Sehr schön in der Kombination drin. Super abgeschirmt. Ah, klasse reingelegt. Aber noch hinten geklärt. Ja, die Chinesen, die versuchen da Druck zu erzeugen, indem sie sich wirklich in den Strafraum reinblocken und dann außer Drehung versuchen zu schießen. Jiakang. Jiakang. Naja, da schon wieder haben sie nicht miteinander kommuniziert. Jetzt aber Hongbo. Oh, ist das klasse, was der macht auch dort. Aber dann doch gegen Borges. Wenig Chancen, so sich durchzusetzen. JJ auf Borges. Lingo auf Chetteri. Kotal. Singh. Kotal. Lingdong. Borges. Schön, Chetteri. Ja, hätten sie überaus mal eher machen müssen. Chetteri. Auch klasse auf Borges. Jetzt auf Borges mit der Hacke und Chetteri auch. Lingo. Ja, sehr schön. Singh hier. Auf Singh. Abgeblockt. Und ja, auch die kriegen den nicht weg. Han Wen dann. Hong Bo. Hui Kang. Django. Yunding. Jiadong. Sehr schön durchgesetzt und die Flanke. Das. Oh, Dusel gehabt. Aber die Chinesen, die setzen sie früh unter Druck. Terry war das Unhanwen vor dem Inder am Ball. Borges. JJ Borges. Huang Kang. Gibt aber auch noch keine Karte vom Sisi. Der Frasch kommt wieder lang. Das klärt den JJ. Das hatten sie ein bisschen offen gemacht. Jetzt muss eigentlich der lange Ball, naja. Haben sie verspielt. Der hätte kommen müssen auf die rechte Seite, der lange Ball. Terry, JJ, Singh. Ah, das war echt dünne dort. Hongbo. Jiakang. Also was die Torschuss angeht, natürlich nicht hochklassig das Spiel. Auf jeden Fall der Fight, der Einsatz hier, sowas. Ne, das ist natürlich schon echt gut anzusehen mal. JJ. Chetteri. Lingo. Singh. Oh, das ist klasse von Singh. Also die Singhs sind schon elegante Spieler und Riesenchance. Jung Lin. Nach 14 Minuten Chance Indien. Und eine Riesenparade vom chinesischen Goalkeeper.
Also Indien hätte hier für die erste Überraschung sorgen können. Borges, JJ. Jiakang. Chongguo. Jiakang. Sehr schön. Von Ding. Von Ding. Quergelegt. Und Singh. Keine Probleme mit dem Ball. Weil er vorher noch ganz schön abgeblockt wurde. Ja, und jetzt einfach dann hinten raus. Ja, hätte der Torwart direkt den langen Schlag machen müssen. Hongbo bekommt er wieder. Wai Kang. Ja, es gibt den Freistoß. Chongguo. Schnell ausgeführt. Xiaodong. Und verliert dann eben. Oh, sie haben ihn ein bisschen Dusel jetzt. Naja, der muss einfach nur weg. Das wäre sonst dünne gewesen dort. Jungding. Flanke. Kein Kopfball. Gibt Freistoß außen. War ein hartes Einsteigen. Ja, kein Spray mehr. Flanke. Kopfballduell hinten gewonnen. JJ auch. Xiaodong. Yunding. Ein bisschen verletzt. Angeschlagen. Ja, schön gespielt. Schön gespielt. Zing. Hält den mal. Chance noch nicht vorbei. Hui Kang, Hui Kang. Auch der geht noch nicht raus. Han Wen, Han Wen, Han Wen. Auch er nochmal. In der 19. Minute. Doppelchance. Flattert der nochmal ans Außennetz von Han Wen. Also dank den beiden Torhütern steht es aber wirklich noch unentschieden. Jiaodong. Und kommt nicht durch. Jiaodong. Und nochmal durchgesteckt. Durchgesteckt und abgewehrt. Nochmal. Nochmal. Eieiei. Doppelchance. Wieder in der 20. Minute jetzt für China. Also die Chinesen, die waren jetzt wirklich dicht vor dem 1-0 und das zweimal. Indien erst mit einer einzigen Chance. Wakang. Django war das mit diesem schönen Ball. Jiakang und er flankt. Und schön hinten gemacht. Inatoika. Singh. Jingan, Kotal, Chiteri, Yunding passt gut auf. Verlagert Han Wen und oh, Foul von Han von JJ. Jo, gelb in der 22. Minute für Indien, für JJ. Ja. Er schmeißt sich da in die Hacken des chinesischen Spielers. Das muss natürlich gepfiffen werden. Shan Ping mit dem Freistoß. Auch
Das war jetzt ein Foul vom Chinesen. Auch das gibt Gelb in der 23. Minute jetzt. Für China. Ja. Es ist taktisch begründet. Hat ihn gehalten. Aber es ist trotzdem, dass hier nicht die zwei hochklassigen Mannschaften spielen, schon gut anzusehen. Weil eine Mannschaft, die möchte natürlich hier dann den Dreier mitnehmen. Und für beide Mannschaften wäre das ein Big Point. Und hilft schon quasi für den Klassenverhalt so ein kleines bisschen. Schön angespielt. Er ist auch gut. Yun Ding. Das und das ist ein Tor durch ein Inder aufgelegt in der 24. Minute. Tor für China. Shang Wu muss es gewesen sein. Ja, mit dem Tor für China. Shang Wu stimmt. Er erzielt das 1:0 für China nach 25 Minuten. Ja, also, hätte gar nichts passieren können, wenn der Inder den einfach mit dem Kopf klärt. Stattdessen versucht er, den Mittebrust anzunehmen. Der Ball prallt zurück auf den Kopf von Shang Wu. Und dann steht es 1:0 China. Und das ist natürlich jetzt schon mal, ja, für die Chinesen dann ein großer, großer Vorteil. Weil Indien muss jetzt irgendwie kontern. Hong Bo verliert den gegen Lin Dong. Singen wir das wieder. Ja, da kommen sie wieder nicht durch. Wang Kang, aber das gewinnt den Ball. Genau, der Fehler kam nämlich vorhin von das. Er hat nämlich versucht, den Ball mit der Brust anzunehmen. Jia Kang. Ah, immer noch ein Ballbesitz. Wang Kang. Sehr schön. Go, aber Kotal steht genau im Raum. Chitteri auf Gigi. Gigi macht's echt klasse im Moment. Chitteri. Immer noch im Ballbesitz. Chitteri. Anspiel! Chance! Gigi in der 27. Minute. Für Indien. Auch eine sehr enge Sache. Ja, war ein Handspiel. Freistoß Indien. JJ hier mit der Chance nochmal. Dreht sie leider weg. Hat den voller getroffen und nicht dann so mit dem Außenriss nur erwischt, dann hätte es hier 1-1 stehen können schon. Lingo auf Kotal und abgewehrt wieder. Jiadong, ah, da laufen sie sich in die Quere. Chitteri, Lingo auf Singh, Kotal, Borges. Schön wieder mit Singh gespielt, Lingo. Die Chinesen, die können natürlich jetzt mit Konter spielen. Sing, Lingo, Sing. Und er schießt Xiaodong an. Kotal. Chitteri. Kotal. Hanwen. Steht gut. Yangbo. Jiaka. Jia Queen. Schön wieder verlagert. Chuango. Ja, klasse durchgesetzt. Jung Ding. Ach, Kotal, der macht's auch stark. Also Kotal wirklich einer der Lichtblicke von Indien. Genauso wie der Torwart Singh und der Mittelfeldspieler Chitteri. Borges.
Xing. Xiadong. Changgong. Ja, da wollte er nur rumheben, aber das klappt nicht. Jetzt vielleicht mal lang schicken. Na, da hat er schon wieder abgebrochen gehabt. Deswegen kann ich ihn da den ohne Probleme verteidigen. Chuango. Der Torschütze zum 1-0. Der macht auch ein echt gutes Spiel. Jia King. Schön über außen verlagert. Jia Kang. Abgewehrt. Da hätte er wegbleiben müssen, der Hui Kang. Ach, der wäre sonst noch zur Ecke gekommen. Hat versucht, den noch zu retten und drin zu halten, was nicht geklappt hat. Aber das war schon abzusehen. Lyngon. Borges. Chetteri wieder hinten rum. Ob er das. Borges. Oh, klasse von Xing. Ja, ab und an gelingt ihm mal so ein Kabinettstückchen da, aber ja, was soll er da machen? Er ist auch nur so ein Strich in der Landschaft, kann sich da nicht durchsetzen. Jia King, Xiangto und Xing wieder ins Aus. Es gibt nämlich drei Xings. Links, dann Sturm und Torwart. Xiangdong. Huikang. Hongbo! Die nächste schon der 35 Minute für China. Aber Xing im Tor macht seinen Job echt gut. Nur beim Gegentor halt aus dieser Entfernung mit dem wuchtigen Kopfball keine Chance mehr gehabt. War auch davon überrascht, weil er nämlich relativ weit hinten stand, wo er ja auch stehen muss dann, wenn er den Ball fangen will. Ecke, Ecke, Ecke! Chuni! Chuni! Mit diesem Kopfball, aber der fliegt weit vorbei. Oh, ob das nie Handspiel war, Borges. Wie so ein Volleyballspieler fischt er den Ball runter. Lünkü. Rüber auf Borges. Sing. Lüngdo. Chetteri. Xing. Klasse nochmal gespielt hier auf Xing. Ha! Oh lala. Und Kotal kriegt den Pass natürlich da nicht mehr. Ein Feins aus. Ja. Xianong. Schön durchgelassen dort. Chongguo. Huikang. Chongguo. Yunding. Ein langer Ball. Aber Kotal. Gut, war auch abseits. Ja, ist eine deutliche Kiste gewesen bei dem Abspiel. 2 Meter mindestens. Oh, sehr schön machen sie das. Sehr schön. Und einfach mal der Schuss. Aber der hätte da ruhig reinlegen müssen in den 16er. Huikang. Natürlich schön, dass er das probiert. Aber das war halt sehr schwer.
Borges. Lindo Borges. GG. Sing. Jetzt vielleicht mal GG. Ne. Changping hinten. Jungni. Changping. Huakang. Zhongwu. Jiakang. Yongding. Yongding. Klasse reingelegt. Oh! Hätte er mal direkt abnehmen müssen. Das war eigentlich eine gute Position. JJ Borges. Borges. JJ. JJ auch schön zugestellt. Da kann dann kein vernünftiger Schuss mehr bei rumkommen. Keine Chance. Hongbo. Oh. Ah, der bleibt Sieger auch gegen Cheteri. Der erst den Ball erobert hat und dann doch wieder verloren hatte. Kotal. Also Kotal ist schon überragend bei Indien. Was der hinten weg angelt. Sing. Ja, Stadionsprecher auch klar. 5 Minuten gibt es noch. In der ersten Halbzeit als Nachschlag. Lindo Singh. Borges. Ist ein bisschen verflacht jetzt das Spiel nach diesen Anfangsphasen, wo echt viel Druck erzeugt worden ist von beiden Mannschaften. Aber ist auch klar, dass beide Mannschaften dieses Tempo nicht mitgehen können, ne? JJ. Changping wieder auf Xiarong. Hongbo. Chongo. Kotal wieder ins Aus. Einwurf China. Chongo. Kommt nicht durch da. Lingdong. Kotal Singh. Borges. Lingo. Lingo. Cheteri. Vielleicht nochmal die Chance für Indien. Durchgesetzt Cheteri. Ach du meine Güte. Ja, bislang überragend, aber da hätte man eine andere Entscheidung von ihm erwartet, nämlich einfach mal drauf zu ziehen. Jetzt natürlich China mit der Chance. Doppelpass, Doppelpass und vorbei. Ja, das sollte jetzt eigentlich die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit gewesen sein. 0:1 im Spiel Indien gegen China durch ein glückliches Tor.
Ja, hier der Torschütze zum 1:0. Naja, Chancen auf beiden Seiten waren da. Gerade hier, wo es schön durchgesetzt und dann diese Glanztat des chinesischen Torwarts. Wenn er nicht da gewesen wäre hier, dann wäre Indien in Führung gegangen. Dann hier die Fouls. JJ erst und dann Hong Bo. Hier. Ja, da geht er richtig mit dem Kopf hin und haut ihn da weg. Naja. Aber ob das wirklich gelb war, ja, das bleibt auch abzuwarten. Hier der glückliche Tor, das hier und dann. Ja. Das war echt verdammt normal Dusel für China. Auch dann hier die Chancen. Und Singh im Tor bleibt einfach stabil und bleibt seiner Linie treu, dass er hinten alles raushaut. Dieser Kopfball dann weit vorbei von Chini. Oh, der Schuss nicht der Rede wert. Hier dann JJ, 43. Spielminute war das. Mit diesem Schuss. Und dann hier nochmal die letzte Aktion der Chinesen. Knapp am Tor vorbei, obwohl sie sich sehr gut durch kombiniert hatten. Auf jeden Fall Indien-China zur Halbzeit 0:1. Man sieht, Indien zwar mehr Ballbesitz, aber zwingender sind die Chinesen. Auch gerade wegen der Schussgenauigkeit. 63% zu 20 Indien. Ja, damit kannst du noch jetzt schon weitergehen. Vorne halt noch eine Vorbelastung von Indien und ein Mittelfeldspieler von China. Chi Chongguo bleibt natürlich auch erstmal drin. Vielleicht kann er ja nochmal dann das 2:0 machen. Oder die Inder kommen jetzt auch nochmal zurück. Man hat es ja gesehen im letzten Spiel auch, Finnland gegen die Paraguayer, was da abgegangen ist. Ne? Singh setzt sich klasse durch. Singh immer noch. Foul von Singh. Da habe ich mir erstmal kurz abgewartet. Nicht, dass es noch 11 Meter gibt, aber Singh hat draufgehalten. Obwohl ich fand eher, dass das war ein normaler Zweikampf. Und Indien wäre weiter im Ballbesitz geblieben. Das. Borges. Lingo. Borges. Lindo. Borges. Chetteri. Sehr schön über außen. Singh. Schön abgelegt. Das. Und er kommt da nicht durch. Aber Einwurf für Indien. Ja, Indien muss natürlich mutiger werden. Weil die wissen, viele Gegner hier haben sie nicht, wo sie Punkte holen können. Chetteri. Auch die nächsten Gegner, Norwegen und USA. Die noch hier mit dabei sind, die auch noch nicht gespielt haben, die erst morgen dran sind. Ja, sind natürlich stärker einzuschätzen als diese beiden Mannschaften. Das heißt, hier ein Sieg für eine Mannschaft und das ist der Big Point. Hongbo. Hui Kang. Wieder verlagert auf Han Wen. Chuango. Xiaodong. Sehr schön auch gemacht und sehr schöne Umdrehung da. Und die Flanke rein. Aber Singh passt gut auf. Da ist auch keiner vorne auf den kurzen Pfosten gelaufen. JJ. Und wieder Freistoß für China. JJ mit der Hand dran. Und so ein bisschen muss er aufpassen. Noch eine Aktion, dann kann er vom Platz fliegen.
ganz bittere Aktion dann. Fünf, drei Fouls Indien und der Freistoß jetzt. Ja, Kotal dran. Es gibt Eckball für China. Aber ich glaube, 2-0 für China, das wäre schon beruhigend. Aber man hat gesehen, dass die Inder auch versuchen, dann nochmal mitzuspielen hier, ne? Die Ecke, die kommt gut. Aber Lingo klärt. Ja, und dann schön auch rausgeholt, weil der Seitfallzieher geht voll in die Seite von dem Inder Lingo. Lingo. Kotal. Eieiei, da fehlt ja nicht mehr viel. Shanping auf Jungling. Also die sind tatsächlich mutig. Nur die Pässe. Die finalen Pässe bei Indien kommen nicht an. Sehr schön verzögert da auf Han Wen. Und auch dieser Pass. Optimal wieder. Jungling. Jungling, kommt durch. Einmal lang rübergebracht, aber ins Jenseits. Der war dann doch zu steil und zu weit gespielt. Ansonsten klasse durchgesetzt. Ja, Kang war das. Und jetzt einfach mal die lange Flanke gesetzt. Kotal wieder dran. Songbo. Hui Kang. Hui Kang vorbei. 53. Minute. Hui Kang. Dreht sie aber auch weit weg noch der Ball. Wechsel Singh raus und der nächste Singh kommt rein. Ning ersetzt Jia Kang bei China. Chetteri Borges. Ja, Hui Kang. Hing Ning. Der ist dann doch etwas zu weit. Singh im Tor haut den wieder nach vorne. Borges. Lingo. Chetteri. Borges. Lingo. Sehr schön, Sita. Na, Flanke kommen die an. Ja, die müssen jetzt nach hinten mitarbeiten. Und Changu gewinnt das Duell dort. Stark gemacht. Yunding nimmt wieder Tempo raus. Jacking. Wagong. Chuango. Hongbo. Ning. Ning. Ja, versucht es zu bringen nochmal. Und dann Borges geklärt. Ning versucht es zweimal zu bringen. Nix hat funktioniert. Han Wen. Sehr schöner Ball hier. Wakang. Ja, das. Schön geklärt diesmal, JJ. Terry Borges. Lingo. Kotal. Chetteri. Lingo. Lingo. JJ. Schön gemacht, Chetteri. Borges.
Ja, Borges ist jetzt echt schwer. Blingo. Oh, das ist stark. JJ mit Borges wieder und Lingo. Man erspielt sich ganz, ganz wenig Raum momentan. JJ, schön, das. Kommt da nicht durch. Chuni. Außen Ning. Huangbo. Changuo. Wakang. Kotal. Borges. Kotal. Also Kotal, das ist wirklich derjenige, der die beste Leistung des Teams bringt. Borges, sonst kommt da keiner ran. Kotal. Lingo. Sing. Das. Sing. Ho! Dusel gehabt, dass der noch im Ballbesitzer bleibt. Borges. Lingo. Chetteri. JJ. Oh, oh, oh. Na, no, das nicht mal was Hartes war von hinten, also wirklich hier. JJ. Jun Ding. Hongbo. Flanke Hongbo. Und das klärt zur Ecke. Unter größtem Druck. Xiaobin kommt rein und ersetzt Hongbo, den gelb vorbelasteten. Auch wieder ein Zungenbrecher mit seinem Namen. Eckball jetzt erstmal für China. Ning. Xiaobin. Rein. Schön angenommen, schön angenommen. 2-0. 2-0 in der 63. Minute, China. Tor für China. Super nach der Ecke. Ausgeführt, angenommen und abgefälscht sogar noch. Vom Mann aus Indien. Ganz, ganz unglücklich. Und dann unter Singh hindurch zum 2-0. Na, das sollte doch jetzt ein bisschen beruhigender sein. Han Wen, der Torschütze, in der 64. Spielminute. Und mit diesem Ergebnis und 2-0 Tordifferenz wäre China momentan Tabellenführer in dieser Gruppe in der Liga 4. JJ wieder auf Borges. Oh, Singh, schön gemacht. Angenommen. Aber doch wieder weg. Schön, Borges. Saita. Kotal. Kotal mit der langen Flanke. Chungi passt sehr gut auf. Xiarong. Also es ist Wahnsinn, was die Chinesen hier abreißen, ne? Ning. Hua Kang. Schön verlagert. Jing Ming. Abgewehrt. Xiaobin, Xiaobin! In der 67. die nächste Chance für China. Vom eingewechselten Xiaobin.
Schön Kopfballon gewinnen wieder Xiaobin. Wei Kang. Changbo. Wei Kang. Changbo. Xiaobin. Na, das steht gut in der Abwehr. Also jetzt ist natürlich eigentlich Mission Impossible geworden für Indien, hier nochmal gegenzuhalten gegen China, da die Chinesen einfach die, ja, bessere Mannschaft sind. Da sieht man es einfach, die haben stetig eine Überzahl hinten und da kommen die Inder überhaupt nicht zum Zuge. Ning. Xiaolong. Kotal wieder. Oder alles wieder wegräumt. Zeta. Kotal. Chingan. Das. Cheche. Terry Borges. Cheche. Ja, kann ihn erst nicht kontrollieren und dann zieht er voll durch gegen die Chinesen. Aber er steht wieder auf. Ja, der Pass, die Passidee war gut. Etwas zu kurz und gut gestanden dort. Ja, das war jetzt auch eine Abseitsentscheidung, glaube ich. Jiayun kommt rein und ersetzt Xiaodong. Jiayun. Mit der Nummer 2. Changwo. Xiaobin. Changwo. Kleber bei die Zentrale. Xiaobin. Kann auch einfach mal probieren. Probiert's. Sein nächster Versuch. Cheteri, 56 Ballberührung. 30 Minuten gespielt, aber kein Schuss aufs Tor oder sonst irgendwie was, ne? Aber da sieht man natürlich, dass sehr viel über den Mann in der Zentrale, über Cheteri, läuft. Da läuft eigentlich so gut wie jeder, ja, Zirkulation mit dem Ball mal. Ding setzt sie da auch gut durch. Lingo. Borges. Singh. Kotal. Ja, da muss er eher kommen. Borges. Seitja. Borges. Spielt. JJ. Abgeblockt. Handspiel! Handspiel hat er gesehen. Und meines Erachtens richtig. Also, Indien bekommt einen interessanten Freistoß. Mal schauen, ob der wenigstens mal jetzt gefährlich wird. Jetzt holt er auch mal sein Spray wieder raus, Sam CC. Freistoß, der kommt ganz gut. Aber Eckball für China. Ja, der Torwart ruft da nochmal zur Ordnung jetzt, dass sie da wieder sauber klären und dann den nächsten Angriff einleiten und sich schön rauskombinieren wieder. Die Flanke, die dreht sich weg. Kopfball, Kopfball und Yun Ling. Riesenchance in der 75. Minute, 76. Chance
für Indien. Nächste Ecke. Lüngo. Nein, er dreht sich jetzt schlecht weg. Das. Stelle wieder das. Und auch wieder geklärt von Ning. Hauptsache ein bisschen rustikal und die Chinesen können sie wieder stellen. Lingo. Kotal. Borges. Das. Und rein auf Singh von Kotal. Aber dann zu überhastet dieser Abschluss. Ja, der geht weit, weit vorbei am chinesischen Gassen von Yunling. Jai Jun. Hua Kang. Ja, über die rechte Seite ist komplett alles offen gewesen. Jetzt nicht mehr. Na. Jingan. Kotal. Borges. Zetia. Das. Zetia. Ja, und auch wieder dazwischen, aber auch unfair. Faul gepfiffen vom Sisi. Rafik ersetzt Borges. Jetzt sind wir mal gespannt. Borges ist die ganze Zeit nicht so zum Zuge gekommen. Nach vorne. Jetzt aber vielleicht mit dem neuen Mann Rafik. Sind wir mal gespannt, ob er da noch ein paar Akzente nach vorne setzen kann, mehr als Borges. Ecke, Freistoß. Xiaobin passt sehr gut auf. Jiai Jun. Yunding. Jiai Jun, sehr schöner Pass. Die Flanke in den Raum und Fallrückzieher, Seitya. Spektakuläre Aktion hinten. Shan Ping. Setia. Lingo. Setia. Rafik, schon der erste Ballverlust und Konter für China. Klasse Ballbehauptung dort. Na, haben es weitergeleitet, versucht, aber nicht geklappt. Also jeder Ballverlust von Indien, der kann jetzt bitter bestraft werden. Von China noch. Ja, faul. Oh, lässt doch Vorteil laufen, obwohl die Inder trotzdem am Ball waren. Ning. Ja, die Flanke landet hinterm Tor. Nächster Wechsel. Singh raus. Lalimpuya. Lalhalimpuya. Wie auch immer. Also das ist ein echter Zungenbrecher. Den kann überhaupt keiner mehr aussprechen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Lala. Ja. Mit der Nummer 24 für Indien. Mal gucken, ob er da noch ein bisschen was machen kann gegen die Chinesen. Da ist er, Lalama. Rafik. Lingo. Rafik. Setia. Lingo. Rafik. Lingo. Ah. JJ mit Foul. Naja, wer da Pech hat, kann er gehen, ne?
Aber das bleibt jetzt nur unbestraft. Freistoß wieder für China. Lingo. Setia. JJ. Lingo und die erste Chance wieder mal. Oder die nächste für die Inder nach 85 Minuten. Endlich mal wieder gut durchkombiniert. Aber der Torwart Junglin ist auf dem Posten. Nächste Ecke für Indien. Kopfballduell gewonnen hinten von Chanping. Es darf nochmal versucht werden, per Ecke ein Tor zu erzielen. Na, Chetteri bringt ihm irgendwie da den Ball. Hätte er auch ihm auch zuschießen können oder sonst was mitmachen können. Nächste Ecke jetzt für Indien. Na, die kommt genau auf Junling. Ja, einer vorne gegen drei. Muss versuchen, den Ball irgendwie safe zu machen. Schafft er! Xiaomin nimmt den mit. Und es geht ab zur Eckfahne. Und Rafik steht gut. Einwurf China. Gut verteidigt der Rafik. Xiaomin. Han Wen und schön geklärt. JJ. Chetteri. Lange nichts mehr gesehen. Jetzt ein sehr schöner Pass hier. Jiang Han. Und die Flanke kommt weit. Und Lingo. Die nächste Chance in der 88. Nee. Pardon. Abseits. Abseits sah es gar nicht so aus. Aber es stimmt. Der Ball flattert durch. Und Singh nimmt ihn auf. Paar Minuten sind es noch, die China beißen muss. Und das war abseits. Ja, alle gehen sie raus. Und zwei, drei, ja rechts, ne, vier stehen sogar drin im Abseits von Indien. Ja, einfach mal dann dieses cleverer Spielen, was Indien halt nicht beherrscht aufgrund, ja, der Klasse von denen. Da ist China etwas besser ausgebildet. Und die nächste Chance! Die nächste Chance! 3:0! Jiakang in der 89. Minute sorgt er für die Entscheidung. Tor für China. Jiakang. 0:3 hier. Hätte jetzt auch keiner mehr mitgerechnet, aber ein super Distanzschuss. Ja, Freistoß abgelegt mit dem Kopf. Querpass und rein damit dann. Schön in den Lauf gespielt. Und den trifft er super. Und Singh, ja, der dreht sich halt von ihm weg. Noch kann da auch wenig machen. Vor allem, da er relativ zentral stehen muss. Weil er sich ja sonst die Ecke aussuchen kann. Jiaqing mit dem 0:3 für China. Und damit ist es jetzt besiegelt. China wird vorerst mal die Tabellenführung der Liga 4 übernehmen. Kotal einmal rüber. Ja. Django. Ja, das ist nix. Jungling, also wenig gefordert. Wichtig halt nur diese Parade in der ersten Halbzeit einmal. Hui Kang. Auf Jungling. Ja, also die machen das schon klasse jetzt. Django. Hui Kang. Django. Und wieder die Eröffnung, aber Kotal wieder. Also wie gesagt, der räumt da hinten immer noch alles weg, was er kann.
Und Foul von China. Gibt nochmal eine gelbe in der 90. Plus. Ja, ja. Hält ihn nochmal fest, den Cheteri. Chongo, der Torschütze, jetzt auch noch mit Gelb. Ah, der lange Ball brachte auch nichts wieder. Rafik, seht ihr. Seht ihr wieder mit Rafik. Wieder ohne Ballgewinn. Oder besser gesagt, ohne Raumgewinn. Weil die Chinesen stehen echt gut gestaffelt. Jetzt mal schöne Verlagerung wieder auf Cheteri. Ja, schönes Anspiel, Cheteri nochmal. Und vorbei von Lala. Ja, da war eine gute Chance. Aber Jung. Jin kann einfach nur hinterher schauen. Jung Lin, pardon. Nicht Jung Jin, Jung Lin. Jia Jun muss den klären. Kotal. Lingo. Setia. Lingo. Setia. Das. Vielleicht nochmal die letzte Aktion jetzt. Das. Ja, muss wieder hinten rum. Damit übernimmt jetzt China die Tabellenführung der vierten Liga erstmal. Mit diesem 3:0 über den klaren Außenseiter. Die waren selbst mehr Außenseiter als China. Ja, also Indien am Ende ohne Chance gegen China. Jian King mit dem 3:0 Endstand nochmal. Chuango, Hanwen und Jiai King besiegeln das Schicksal hier von Indien schon mal. Aber echt eine klare Nummer am Ende. Hier direkt mal schön gemacht. Die erste Chance für die Chinesen, wo Singh da sein musste. Dann hier die große Tat von Yun Ling, wo er da sein musste. In der Mitte, sonst hätte es hier 1:0 Indien gestanden. Also das war sau wichtig. Ja, die Fouls, die mit Gelb geahndet wurden hier. China und Indien. Dann hier schön quergelegt, das mit dem Fehler. Und dann Chuango mit dem Kopfball zum 1:0. War schon echt Weltklasse. Auch hier reingespielt. Nächste Chance. Singh auf den Posten. Der hat wirklich gehalten, was es hier sein musste. Die Ecke und dann angenommen und Hanwen rein damit. Zweimal abgefälscht. Abwehrspieler und dann nochmal von Singh im Torwart. Zum 0:2 konnte nicht viel machen. Dann hier mal wieder schön und Yun Ling mit der nächsten Parade. Also er war wirklich stark. Mit einer der stärksten Chinesen auf dem Platz, der Torwart. Auch hier nochmal die Chance, wo Yun Ling da sein musste. Und dann klasse quergelegt. Auch hier nochmal der Pass rein. Und dann Jian King mit dem 0:3. Der Mann, der erst eingewechselt wurde, erzielt hier das 0:3 für die Chinesen. Ja, und dann hier nochmal das Foul gegen Cheteri. Hat er auch nochmal gelb gesehen. Tja, und das war's dann aus dem Spiel hier. Indien gegen
die Chinesen. Nochmal hier das erste Tor durch Chongguo. Nach einer Flanke, wie aus dem Nichts entstanden hier. Eigentlich abgewehrt und dann, tja, prallt der Ball genau zu Chongguo. Und er nutzt es zum 1:0 für China. 2:0 durch Deng Hanwen nach dieser Ecke, die gut ausgeführt worden ist, weit weggedreht. Angenommen, reingesprungen und einfach mal geschossen. Tja, und irgendwie muss er ja mal durchkommen, ne? Schon steht's 2:0 China. Was eigentlich auch dann schon die Entscheidung war. Aber den noch nicht genug. In der 90. Mao Jianqing mit dem nächsten Tor. Tja, unglücklich zu den Chinesen geprallt und ein schöner Pass in den Lauf zu Jianqing, der das nutzt. Und das 0:3 hier besiegelt für die Chinesen. Damit also China Tabellenführer, Indien jetzt ganz unten. Also, Außenseiter verliert, Außenseiter gewinnt, kann man hierzu sagen zu dem Spiel.